So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug liegt auf dem Tisch. Vielleicht könnte das mal ganz nützlich sein. Gegenstand erhalten. Feuerzeug. Okay. Was haben wir hier? Eine normale Küche mit Herdplatte und eine Spüle. Nicht wirklich interessant für mich gerade. Essen kann ich auch später noch. Das Mistding klemmt irgendwie. Die beiden Kühlschränke sehen nicht wirklich modern aus. Scheint wohl ein Vorkriegsmodell zu sein. Ganz schön alt. Was haben wir hier? Ein Messer. Auf dem Tisch liegen diverse Sachen, darunter ein Küchenmesser, ein Teller und Kleinkram. Das Kochbuch ist ebenso interessant wie der Rest. Na, jetzt bin ich wieder mit meiner Stimme. So, gehen wir mal wieder raus. Warte. Hä? An dem Schwert der Statue scheint ein bisschen Blut zu kleben. Hä? Vielleicht der Rest des Films jetzt. Ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen. Die Tür ist verriegelt. Sieht ziemlich massiv aus. Ohne den passenden Schlüssel keine Chance. Na, jetzt laber ich wieder mit meiner ganz normalen Stimme. Scheint verschlossen zu sein. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schlüssel. Fragezeichen. So, gehen wir mal weiter. So, waren wir da? Waren wir nach oben? Oh! Ja, die Mucke ist an Resident Evil angelehnt. Diese Treppenanimation auch. Sehr confused. Was haben wir hier? Ein Sofa? Ein gemütliches Sofa. Das Gemälde an der Wand zeigt einen Friedhof mit einem Krypta. Wirklich irgendwie sehr düster auf mich. Ob diese Orte wirklich gibt oder ob es bloß fiktiv ist? Fest verschlossen. Auf dem kleinen Schild an der Tür steht Gästezimmer geschlossen. Geschrieben. Ach Gott. Lesen müsste man können. Mann. Ah, hier haben wir sogar eine Animation. Von 2 Frames, aber. Ah, ja, aber. Man kann nichts erkennen, da es so dunkel ist um diese Uhrzeit. Ja, wir erinnern uns, es ist schon 3 Uhr laut der Uhr. Eine Ritterrüstung samt Schwert. Muss eine ziemlich wertvolle Antiquität sein. Scheint verschlossen zu sein. Ich denke mal, diese Tür führt in den hinteren Bereich des Gebäudes. Ja, würde ich da bald mal rein. Okay, dann geht's nicht weiter. Eine Art Engelstatue, was die wohl für einen Sinn haben mag. Wer weiß. Wie gesagt, also ich muss mir vielleicht mal später ein bisschen so die Stimmlage von Yugi anhören. Vielleicht kriege ich sie ja so hin. Warte, ich habe ein paar Flügel. Diese Tür scheint von der anderen Seite her versperrt zu sein. Wahrscheinlich lässt es sich von hier aus gar nicht öffnen. Ja, toll, ne? Ein See, wenn sich neben mir ist auf dem Bild erkennbar. Wie es scheint, die anderen Bilder sehr düster. Sehr, sehr düster. Och, mein Gaumen tut ihm viel lieber mit denen. So. Na schon. Der Schrank scheint fest verschlossen zu sein. Wieso überrascht mich das nicht? Na komm. Abbrennen, oder? Ja, Inventar, Leertaste und so. Oh. Das Schloss an dem Schrank ist nicht wirklich stabil. Mit Hilfe der Nadel sollte es zu knacken sein. Meine Jacken und Schuhe sind hier drin. Nicht wirklich überraschend. Ich erkenne die Jacke meiner Freundin hier. Das ist die, die ich vor 2 Jahren geschenkt habe. Mal schauen, ob sich etwas Nützliches darin befindet. Ich hoffe es. Ein kleiner Schlüssel mit... What the fuck? Also, okay, gut. Wo ist es? So, jetzt bin ich wieder zurück im Spiel. Entschuldigung dafür, dass ich habe da ein Video gerendert und dementsprechend ist es dann aufgepoppt.
die Meldung, dass es fertig ist. So, ein kleiner Schlüssel mit einem Schildchen dran, worauf steht Ersatzschlüssel. Ich frage mich lediglich, wofür er genau ist. Für eine Tür? Eine Kiste? Es gibt wohl keinen anderen Weg, als es herauszufinden. Zu müssen. Boah. Ja, kleiner Schlüssel. Na? Ich komme hier sowas wie... Nee, geht nicht. Dialogfenster. Waren da nochmal? Statue, gemeinsam mit Tablettern. Ich kann ja einfach so aus dem Tablett vermuten, dass es hier ein Gegenstand abgelegt war. Okay, gut, das kann es schon mal nicht sein. Reinpassen. Und den Rhythmus mit dem Hammer auf dem Tisch steht eine Vase, die wie ein kleines Bild, das ein junges Mädchen zeigt. Wer wohl das Mädchen auf dem Bild sein mag? Früher Bewohner von hier? So, ja. Schlüssel. Wenn du schon einen Schlüssel verlangst, was soll das sein? Mal schauen, ob dieser Schlüssel hier passt. Passt perfekt. Die Tür ist nun geöffnet. Sehr gut. Na, geh rein. Der Raum ist völlig dunkel. Ich kann lediglich Umrisse erspähen. Es muss eine Möglichkeit geben, hier Licht zu machen. Die Frage ist bloß, wie? Ja, das ist doch Feuerzeug. Okay. Können vielleicht die Bibel verbrennen. Aber anscheinend will, dass er, dass wir das den Kamin anmachen. Das Feuerzeug ist ideal geeignet, um hier ein Feuer zu entfachen. Natürlich! Wow, da kommt der. Was zum Teufel? Komm keinen Schritt näher. Was ist los? Wer sind sie? Und wieso verstecken sie sich in einem dunklen Raum? Du bist einer von denen. Eine Illusion. Sie haben mich gefunden. Verdammt, ich muss hier raus. Muss hier weg. Warte, was ist los? Was soll das? Auf diesen alten, ich weiß von nichts, falle ich nicht mehr herein. Und weg ist er. Hey, warte! Bleib doch hier stehen! Ich glaube, ich weiß, er ist... Meine Freundin hat von mir erzählt. Er war einer der Kameramänner von der Filmproduktion. Ich frage mich, wieso er verstört und aggressiv war. Und wieso er sich hier versteckt hat. In der Hoffnung, keiner würde ihn finden. Komisch. Naja, anscheinend spielen die Leute da verstecken. So, was haben wir da? Eine kleine Ledertasche. Darin befindet sich eine kleine rote Diamant. So wie ein kleines Buch. Mal schauen. Ein Diamant. Dieser rote Edelstein habe ich neulich im Musikzimmer des Anwesens gefunden. Ich weiß allerdings weder, wer ihn dort deponiert hat, dennoch werden Sinn und Zweck erfüllen sollte. Man kann an der Unterseite von dem Diamanten einen Geschwur erkennen, was darauf schließen lässt, dass er früher mal irgendwo eingefasst war. Wo? Eingefasst war wohl. Oh Gott, was ist das für eine Übersetzung? Eindeutig die Schrift, meine Freunde. Oh, das ist ja. Wird wohl ein Auszug aus ihrem Tagebuch sein. Mal schauen, was es mit dem Diamanten auf sich hat. Jessicas Notiz 1. So, ach, da war's. Dokumente. Oh. Okay.
Oh shit, Mann. Na gut, dann speichern wir. Der Hausherr scheint einen guten Geschmack Wein und Whisky zu haben. Allerdings habe ich jetzt nicht die Zeit, etwas davon zu kosten. Okay, dann gehen wir wieder raus.